Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Da sind wir wieder. Heute zur Folge 372. Gesendet wie immer aus den UFO-Mann-Studios in Berlin und präsentiert von Studioleiter UFO-Mann. Ups, der hier immer so komische Löcher reinschlägt, sozusagen. So, wir fahren erstmal zurück. Um das Loch kümmern wir uns später. Hehehehe. So. Juhu. Sag mal, ich sehe so komisch aus. Ach so, ich habe keine Handschuhe an. So, meine lieben Freunde, da sind wir wieder bei der Folge 372. Wir haben heute Dienstag. Es geht weiter mit Minecraft. Wir haben ja festgestellt, wir haben irgendwie die Hälfte vergessen. Wir brauchen noch ein paar Sensorschienen. Sonst kommen wir nicht weiter. Und aufgrund dessen müssen wir jetzt komplett nochmal zurückfahren. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich hier meinen Sensor schien. Ne, ich habe nur die Koordinaten. Mist. Ah, ich habe das natürlich bestimmt wieder vergessen, wie man die überhaupt baut. Aua, Kopfstoßen ist angesagt. Oh, Hafenpoopsstation. Okay, wir sind schon mal richtig. Kann man da durch... Ah ja, okay. Da, 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 da. Ah. Mit UFO-Mann durch Ufotopia. Ah. Ah. Da, 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 na, na, na. Na, 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 na. Genauso doof wie du. UFO-Mann ist genauso doof. Genauso doof wie du, denn wir sind alle doof. Und denken, dass wir schlau sind. Wir sind alle doof. Und denken, dass wir schlau sind. Es gibt ein paar Fachidioten, ja, ist richtig. Also jeder hat auf einem bestimmten Gebiet Ahnung von irgendwas. Aber so diese Leute, die, sagen wir mal, von 5 Gebieten Ahnung haben, von 10 Gebieten Ahnung haben und hier sich dann so darstellen, wie schlau sie sind. Ey Leute, PISA-Studie, ein Schwachsinn. Leute zu katalogisieren, Leute einzuordnen nach schlau, nach Intelligentheitsgrad. Alter, was ist denn das? Das brauchst du echt für eine Ameisengesellschaft. Ja. Kinder zu klassifizieren nach Intelligentheitsgrad. Okay, jetzt könnte man sagen, ja, aber man muss doch die dummen Kinder muss man doch rausfinden, damit man die besonders fördern kann. Ja, und dann hat man rausbekommen, die sind gar nicht dumm. Das hat ja auch am sozialen Background damit zu tun. Mit den Familienverhältnissen, mit dem sozialen Umfeld, mit den finanziellen Mitteln und so weiter. Und dann kommt eins zum anderen und die Verstrickungen werden so kompliziert, dass das gar keiner mehr aufdröseln kann. Lass doch die Leute einfach in Ruhe, Mann. So. Natürlich muss man auch Kinder fördern, klar. Keine Frage, das will ich jetzt nicht hier in Frage stellen. Und natürlich sollen... Yes, aber nein, ist Quatsch. Weil wenn du sagst, natürlich sollen die dummen Kinder gefördert werden, dann gibst du ja zu, dass es dumme Kinder gibt. Aber ist so das alte Ding. Ach, guck mal hier. Wenn ein Kind, ja, jetzt brauchen wir noch ein bisschen. Ach, Gold brauchten wir, glaube ich, für die Sensorschienen. Ich bin mir aber nicht so sicher. Gold oder Eisen? Warte mal, ein bisschen Redstone brauchen wir dafür noch. Wir mal ganz auf die Schnelle noch ein paar Sensorschienen hier machen. Ba, ba, ba. Warte mal, das war immer so. Eine Schiene war immer so. Ah, eine Trittplatte. Eine Steintrittplatte. Mir fällt es wieder ein. Mit Dank meines SETA. SETA. Und sowas kommt davon, wenn man in der Schule gefördert wird. Was bei mir nicht der Fall war. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na gut, sag mal so, ich habe mich nicht fördern lassen. Nein, scheiße. Ach so, nein, Redstone, Redstone, Redstone.
Bam, bam, Redstone, gleich haben wir sie. Unsere Sensorschienen, gleich haben wir sie. Und ich brauch noch nicht mal ins Wiki zu gucken. Und gleich haben wir ganz viele Sensorschienen. Jaha. Ups. Nein, ich hab's vergessen, wie es ging. Kommt da kein Redstone in der Mitte? Oh Mann, ich wollte ohne... Ich wollte nicht ins Wiki gucken. Okay, ich muss jetzt doch ins Wiki gucken. Tut mir sehr leid. Oh, tut mir sehr leid, meine lieben Freunde. Aber ihr wisst ja, es geht ja bei mir mal ganz schnell. Weil ich das ja hier alles verknüpft und verlinkt habe. Oh, Entschuldigung. Es kommt hier die Navigationshilfe von T-Online und sagt, dass es diese Seite nicht gibt. Ey, lass mich doch in Ruhe. Was soll denn der Scheiß, ey? Oh, ey, T-Online, was wollen die von mir? Diese Spacken, ey. Minecraft. Nicht nur, dass sie einen ständig anrufen und irgendwelche Zusatzpakete, die sollen mich in Ruhe lassen. Ich will ein gutes Internet. Ich bezahle dafür so viel Geld, unglaublich viel Geld, ey. Dann sollen die mir nicht mehr auf den Keks gehen hier. Sind nicht in der Lage, mir hier das Minecraft-Wiki anzuzeigen, diese Nulpen. Ah, jetzt muss ich das über Google nochmal suchen, ey. So, jetzt haben wir's. Das kann nicht wahr sein, ey. So, dann gucken wir mal hier. Ich weiß, das ist jetzt für euch total langweilig, aber hier Sensorschienen. Yeah, wir sind nah dran. Yeah, wir sind nah dran. Aber das Wiki hat's nicht gefunden, weil ich's falsch geschrieben habe. Und jetzt nochmal, ja. Oh Gott, wie bescheuert. Wie bescheuert. Warte mal, das war doch eben... Genau. Die Sensorplatte muss in der Mitte. Oh, wie doof. Wie doof ist das denn? Weißt du? Also der kommt einfach nur nach unten. Da hätte ich nur zwei, dreimal tauschen können. Ey, wie dämlich, ey. Wie dämlich. Oh, braucht die viel Eisen. Ach, hier haben wir ja schon 64. Okay. Ich glaube, wir müssen mal vorsichtshalber das gesamte, wenn wir noch mehr Schienen brauchen, ja? Wenn wir noch mehr Schienen brauchen, dann müssen wir Gold mitnehmen. Schnüpp, die bubi dubu, schnüppi dubi dubu, und Eisen noch. Schnüpp, dubi dubu, Gold und Eisen und Redstone haben wir noch 54. Naja, vielleicht sollten wir noch Redstone, davon haben wir ja mehr als genug. Nehmen wir noch Redstone mit. Warte mal, was ist denn das? Ach so, okay. Ba 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 ba. Ihr merkt schon, ich bin ganz aufgedreht, weil ich jetzt wieder Minecraft spiele. Wie dämlich ist er, wie dämlich ist er, der UFO-Mann. Juhu, juhu. Warum sind wir hier hängen geblieben? Das war da endlich weiterkommen. Ich will nach Ufotopia. Ich will unbedingt zurück nach Ufotopia, in meine Heimat. Da, mir fällt gerade ein, ich glaube, ich habe vorhin vergessen, das Mikro zu... Oh Gott, na, das wäre natürlich doof. Da muss ich die ganze Folge oder Teile der Folge nochmal nachsynchronisieren. Irgendwie habe ich das deaktiviert, weil ich gehustet habe und habe, glaube ich, vergessen, es wieder zu aktivieren oder... Oh mein Gott. Ey, wenn du nicht an jeden kleinen Furz denkst, manchmal habe ich das Gefühl, mein Gehirn explodiert. Weil ich an so viel Sachen denken muss. Geht euch das auch so? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Oder auch nicht. So, guck mal hier. Ach, wie schön. Die pixeligen
Cube-Wolken. Und jetzt geht's hier hoch und wir haben genau vor uns den Leuchtturm. Ist doch cool, oder? Habt ihr schon jemals ein Let's Play gesehen, wo... Ja, das haben wir schon tausendmal gesehen. Okay, dann lassen wir's. So, diesmal müssen wir aber nicht da bis runter. Wir müssen ja nicht jedes Mal da runter. Also wirklich. Kann man ja auch gleich hier oben abspringen. Oh ja, Chiquita, Chiquita, Chiquita. So. Ja, ich weiß, das hat jetzt mit Chiquita gar nichts zu tun, aber dachte, hört sich lustig an. So, oh, schon wieder so ein Rocktitel. So, jetzt fahren wir mal bis zum Ende des Tunnels. Eine Kiste haben wir schon mal da. Spitzhacke haben wir dabei und dann können wir loslegen. Ich glaube, ich hatte irgendwas von 200 Blöcke ausgerechnet. Aber nicht wirklich, nur so überschlagen. Ich habe mich jetzt nicht hingesetzt und da wirklich irgendwas ausgerechnet oder so. So, achso, da muss ich erstmal rausspringen. So, gucken wir mal. Okay. Ich glaube, da wird eine Lore gar nicht reichen. Brauchen wir bestimmt noch mehr Loren. Okay, Eisen, alles cool. Alles cool. Nehmen wir alles mit. Lassen wir alles hier, meine ich. Warum geht denn... Achso. So. Eine Schere. Warum habe ich denn zwei Scheren mit? So, okay. So. Diamantschaufel brauche ich nicht. So, ein bisschen Essen noch. Okay. Wenn wir jetzt mal weiter graben. Okay, wir müssen in die Richtung graben. Ach ja, stimmt, die Diamantspitzhacke ist ja nun gar nicht geeignet. Hier fliegt dann nämlich das Zeug immer gleich um die Ohren. Ha, ein bisschen Kohle für Fackeln hätte ich mitnehmen können. Echt, es ist jedes Mal so, dass ich nicht an alles denke. Ha? Obwohl ich ja wirklich sehr motiviert bin. Ja, es geht weiter. Quarz, okay, Quarz. Sag mal, hatten wir eigentlich einen Pupster auf dem Zaubertisch? Ich habe hier 33 Zauberpunkte. Sag mal, was ist denn mit mir los? Warum habe ich das jetzt nicht benutzt? Irgendwas verzaubert. Am liebsten würde ich jetzt nochmal zurückfahren, ehrlich gesagt, ja. Wenn ich das nächste Mal sterbe, dann sind die Zauberpunkte wieder weg. Kennt ihr ja. Bam, 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 bam. Ja, ich ignoriere den Garst. Ich ignoriere ihn einfach. Oh, von rechts wegen müsste man echt wieder zurückfahren, wegen den Zauberpunkten. Ach komm, ey. Komm, ich fahre jetzt wieder zurück, ist mir egal. Kann ich gleich noch ein bisschen Kohle holen. Ja, ich weiß, es ist ganz fürchterlich jetzt hier für euch beim Zugucken oder auch nicht. Ist eigentlich total schnulli, was man hier macht bei Minecraft, wisst ihr ja selber. Ist eigentlich total schnulli. Man macht halt was. Man ist aktiv. Hahaha. Nee, aber ich meine, welches Spiel gibt das denn her, weil dass du so ewig lange spielen kannst und dir dann eine Welt erschaffst. Ja. Ja, es gibt jetzt den einen oder Planet Explorer oder so, die ein oder anderen Spiele, die ja jetzt so ein bisschen
Aber man muss auch sehen, wie viel Entwicklungszeit Minecraft denen voraus hat. Und die Omme stoßen wieder. Kostet uns jedes Mal ein halbes Herz hier, ey. Bam, 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 bam. Und jetzt habe ich hier natürlich keinen Wagen, oder? Und nachts ist es auch noch, okay. Bam. Oh. Habe ich jetzt keinen... muss ich ja doch wieder runter. Komm, wir nehmen mal die Abkürzung hier. Au, 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 au. War ja gar nicht au, doch ein bisschen au. Los, fahr los. Wir müssen sofort zurück nach Pupsdorf. Das ist ein Sondereinsatz. Wir müssen hier unsere blöden Zauberpunkte, unsere blöden Erfahrungspunkte loswerden. Wir können uns ja nochmal die Gegend hier angucken. Vorausgesetzt, der fährt nicht in Zeitlupe, der Kumpel. Tschüss, Leuchtturm. Wir kommen bald wieder. Ah, ich hoffe bloß mal, dass ich nicht gleich wieder vergesse, die Kohle mitzunehmen. Dass wir uns dann neue Fackeln nachbauen können. Siehst du, jetzt kann ich sogar freihändig fahren. Meine Hand berührt wenigstens weder die Tastatur noch die Maus. Dadurch kann ich lecker Kaffee trinken. Juhu, wie schnell bist du denn? Wie schnell bist du denn der Truhe da nicht? Ich glaube, die Truhen habe ich alle geleert. Gerade, ob da noch was drin war, wisst ihr? Habe ich so gedacht, war da vielleicht noch was drin? Junge, seit Monaten bauen wir hier schon. Seit Monaten bauen wir hier diese unglaublichen Strecken. Da wir ja überhaupt gar nicht im Kreativmodus arbeiten, das möchte ich an dieser Stelle mal betonen. Was nicht heißt, dass ich hier noch nie in Anführungsstrichen gescheatet habe. Wenn ich hier mal, zum Beispiel als der Gott Mojang mir hier neue Dorfbewohner geschenkt hat. Aber das war ja so offensichtlich. Aber ansonsten, hier wird alles live gemacht. Ja, hier wird nichts im Kreativmodus gemacht. Das ist Minecraft. Ohne Netz und doppelten Boden. So. So, 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 so. Und ihr seid sogar immer dabei, wenn ich die Rohstoffe abbaue und sowas alles. Wenn nicht, dann sage ich das ja meist Bescheid. Ah ja, ein bisschen Kohle wollte ich mitnehmen. Dann wollte ich das hier lassen. Ah, die Zauberpunkte darf ich nicht vergessen. Ein bisschen Holz nehme ich auch noch mit, damit ich ja nicht nochmal rausrennen muss. Boah, ey, so viel Holz hier. Na, ich habe ja genug. Warum soll ich das nicht mitnehmen? Sand. Sand hat ja hier mal gar nicht zu suchen. Ba-ba-ba. Können wir eigentlich ein bisschen Glas gleich brennen, wenn wir schon mal hier sind? So, you make me glass, please, ja? So. So, 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 so. Hier, Zaubertisch, Zaubertisch. Heiliger Zaubertisch. Wir wollen was verzaubern. Aber was, fragt sich... Können wir eigentlich Sachen mehrfach verzaubern? Guck mal, der hier. Können wir den nochmal verzaubern? Nö. Und den hier? Können wir den verzaubern? Oh. Die ist aber schon fast kaputt. Eine kaputte Eisenspitzhacke. Ein Schwert braucht man nicht verzaubern, weil die Monster sind totale Luschen. Da reicht ein normales Diamantschwert. Es sei denn, wir würden Hardcore spielen, dann wäre es vielleicht ein bisschen krasser. Aber selbst das Schwert würde sich ja nicht verbrauchen. Selbst wenn die in Wellen angreifen. Oh, wollen wir noch ein... Ah, oder wir verzaubern mal ein Rüstungsteil, wa? Was haben wir denn jetzt für eine Rüstung eigentlich an? Oh nö, so eine lächerliche... Och komm, hör auf, ey. Hör auf, ey. So eine Eisenrüstung haben wir nur. Das Schlimme ist, wenn ich den jetzt repariere, kostet mich das so viel Zauberpunkte, da kann ich gleich einen neuen bauen. Ach, so ein Schnulli, ey.
Ach, die schönen Diamanten. Mir blutet das Herz. Mir blutet das Herz. Oder ich baue mir einfach ein Schwert und verzauber das Schwert. Ba, 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 Quarzmann, Quarzmann, Quarzmann. Das war Quarz. So, guck mal, ganz simpel machen wir das jetzt. Die günstigste, ja, zu den Waffen. Ich weiß gar nicht, was das soll. Das rafft ja nicht, dass ich hier schon seit einem Jahr spiele. So, naja, gut, immer wieder. Ist wahrscheinlich jetzt neue Version. Zack, wird das gleich wieder alles neu gedingst. So. 32 Mohrrüben. Auch nicht schlecht. Eine goldene Pferderüstung. So, wir haben aber keine Zeit hier. Wir müssen jetzt wieder... Ups. Wir müssen weiter. Haben wir jetzt alles? Kohle, Hammer. Jetzt können wir noch schnell den Nether... Ach nö, komm, lass mich in Ruhe. Spiel. So. Dann können wir hier den Quarz noch hier lassen. Und jetzt gehen wir das Schwert verzaubern. Und das andere Schwert lassen wir hier. Bann 4. Naja. Oder können wir das dann noch kombinieren? Oder kommt das Eisen nehmen wir noch mit, wa? Ach so, okay. So, wir verzaubern jetzt das Schwert hier. Da, 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 da. Jetzt verzaubern war das super Schwert, ja. Bumm. Und was hat er jetzt? Boah, Bann 4, Haltbarkeit 3. Hahum. Plus 7 Angriffsschaden. Na, wenn das sich nicht mal gelohnt hat. Jetzt haben wir noch 4 Erfahrungspunkte. Was können wir damit machen? Können wir da noch was mit reparieren? Hier, können wir das damit reparieren? Nee, können wir nicht, können wir nicht. Guck mal, wir können die beiden, kostet das Geld, weil das könnte ich ja normalerweise auch im Inventar machen. Aha, eine Erfahrung. Naja, ist egal, machen wir mal. Ich weiß, aus Gag hätte ich auch im Inventar machen können. War jetzt mal ein Gag. Ja, ich weiß, so. Juhu, weiter geht's, Leute. Wir fahren wieder zurück. Jawohl, eine lange Reise, die kein Ende nimmt, hier in Ufotopia Poopsworld. Wir haben das alles uns viel zu wenig angeschaut, diese schöne, wunderbare Welt, aber wir kommen wieder. Wir kommen wieder. Wir müssen ja aber jetzt unbedingt nach Ufotopia, ich halte das nicht mehr aus. Ufotopia fehlt mir so. Ufotopia fehlt mir so. Ich könnte mir natürlich jetzt einen Trick einfallen lassen, dass irgendwie aus irgendwelchen ominösen Gründen hat mich irgendein Zauberer verzaubert und hat mich, oder God No Young hat mich nach Ufotopia gezaubert oder so. Könnte ich natürlich machen, aber mir ist irgendwie zurzeit so ein bisschen nach Realismus, keine Ahnung. Wobei so eine flippige, naja, mal sehen. Ich habe letztens bei Opa Zeron einen ziemlich geilen Mod gesehen, den benutzt auch der John Slow und Yoshi und so weiter. Die haben ja auch so einen Server da mit wer ist denn da noch? Wie heißt der nochmal? Der war früher mal bei Mulenia und Malkondo dabei. Der mal so wenig gesagt hat. Ach Mist, jetzt habe ich den Namen vergessen. Siehst du, wenn du immer so wenig sagst, dann merkt man sich den Namen nicht. Du musst mehr reden. Ja, und die hatten da so... Die haben ja wirklich... Abspringen. Aha. Die haben auch geile Mods, ey. Die haben so geile Mods. Oder geile... Keine Ahnung. Jedenfalls haben die da eine schöne Welt, die sie sich ja auch mit Mods und Pipapo. Also, so langsam fehlt mir das ja auch ein bisschen mit den Mods, ja. Nicht, dass es... Man kann super geil spielen, auch ohne Mods, aber... Oh, guck mal, wie viele Blumen da sind. Siehst du, jetzt könnte ich zum Beispiel ranzoomen. Und ein Foto machen. Ein Foto könnte ich auch so machen. So, Leute, die Folge ist vorbei. Wir werden jetzt noch schnell nach hinten zu unserer Baustelle fahren. Und das war's dann auch schon für heute. Juhu, fahr schnell zur Baustelle. Die Zuschauer wollen jetzt irgendwas machen. Fahr schnell, schnell, schnell. Na, ist doch ganz zügig, oder? Man kann es bestimmt noch schneller machen, wenn man die in kürzeren Abständen baut. Die Antriebsschienen.
Ich denke mal, so ist schon ganz gut. Mir reicht die Geschwindigkeit. Müsste so ein Müh schneller sein, als wenn man mit dem Pferd reitet. Abspringen. Plang. So. So, wir haben was mitgebracht. Wir machen uns gleich mal noch eine Kiste, weißt du? So, die stellen wir nämlich gleich daneben. Und dann machen wir uns die Fackel, machen wir uns dann hier hin. Klack, so. Ist aber auch dunkel hier, Mann, alter Schwede. Schon wieder dieses punkige Punkrock-Lied. Bam bam ba 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 ba. Na, aber dann mehr so Metal, wa? So. Ach ja, die Folge ist ja vorbei. Haha. Gut, meine lieben Freunde, die Folge ist vorbei. Jetzt haben wir aber wirklich alles, was wir brauchen hier. Dann können wir ja in der nächsten Folge, da ist ja schon Mittwoch, können wir dann jetzt wirklich ganz konsequent unseren Tunnel vorantreiben. Aber wisst ihr, was wir nicht haben? Wir haben kein Obsidian. Um dann unser Endtor zu bauen. Oh. Ich würde ja ungern hier so ein Tor abreißen. Wobei das Schafswiese-Tor könnte... Nein, so ein Tor abzureißen ist doof. Naja, können wir einen anderen mal noch überlegen. Das ist ja dann erst nächste Woche oder so, wenn wir das Obsidian dann brauchen. Gut, ich verabschiede mich an der Stelle und danke euch vielmals zum Zuhören. Ja, ich bin schon wieder... Mein Gehirn ist wie Brei. Man muss sich so viel Sachen merken, Leute. Schreibt doch mal in die Kommentare. Geht's euch genauso, dass ihr manchmal denkt, ey, Alter, an was ich alles denken muss, das geht mir auf den Sack. Denkt noch, das einzukaufen. Schlüssel nicht vergessen. Da Tür wieder zumachen. Da Sicherung runter. Das und hier. Und den Brief nicht vergessen einzustecken. Da noch anrufen. Und dies noch und das noch. Ey, das geht mir so auf den Trichter, ganz ehrlich jetzt mal. So. Tschüss. Das war's wieder.